Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge sind wir in der Anstalt hier rumgerannt, haben Lorenzo gesucht, haben Lorenzo gefunden, haben auf die Fresse bekommen und jetzt sind wir wieder hier. Das Einzige, was Lorenzos Ausbruch verhindert. Wir müssen da rein und sie aufhalten. Hallo, Jack. Ist lange her, dass ich das Vergnügen eines persönlichen Besuchs hatte. Vater, ich werde dir mein Ende setzen. Meine Kräfte sind gewachsen, Jack. Das Artefakt will mir noch so viel beibringen. Und wenn ich frei bin, bringe ich dir auch alles bei. Ich kann dich erst rauslassen, wenn ich das Artefakt entfernt habe. Mal sehen. Bei Lucifers Eingeweihten. Sie haben alle Sicherheitstüren verriegelt. Ich muss sie von hier aus nacheinander entriegeln, während du dich den Gang entlang bewegst. Schnell jetzt! Richtig. Ihr müsst das Eindämmungsfeld ausschalten, um die Tür zu öffnen. Ja, hey, links muss aber mitkommen. Beeilung. Mein Sohn kann wirklich jeden aufhalten, sobald er hier ist. Wo kommst du? Richtig. Ihr müsst das Eindämmungsfeld ausschalten. Du kommst gefälligst mit dir. Ich gehe ja nicht allein rein. Komm her. Das ist ja einfach. Genau so. Immer das ist ja einfach. Uhrzeigersinn weiterdrehen. Hier. Ich kümmere mich darum. Richtig. Ihr müsst das Eindämmungsfeld meine Güte, ehrlich? Schalten, um die Tür zu öffnen. Geh dorthin. Ja, alles klar. Du bist mir gefasst mit diesmal. Die Zeit wird langsam knapp. Das Melinfeld ist abgeschaltet. Anscheinend übersteigt selbst die einfachste Aufgabe. Fähigkeiten. Das war's. Ich spüre, wie meine Mein Gott, geh weg. Ja, drei? Nicht mal von Nerven. Ey, jetzt krieg ich den schon wieder auf der Fresse nach ein paar Sekunden. Ich werde voll an vier denken, wenn ich in Zeitlupe mit dem Schrotgewehr kämpfe. Was? Geil. Oh, hi. Oh, durch mich durchgeschossen auf den drauf. Das ist es nicht wert. Boah. Warum wiederholt ihr euch jetzt immer? Es ist noch nicht zu spät. Es wird dauern, bis seine Kräfte zurückgekehrt sind. Noch können wir ihn aufhalten. Hör nicht auf meinen Sohn. Er ist hier der Verrückte. Sieh nur, was er mir angetan hat. Ich habe eine Sicherung in das Eindämmungsfeld integriert. Okay. Das Richtige. Öffne diese Tür und lass mich raus. Genau. Du hast keine Toilette da drin. Hör nicht auf ihn. Lass ihn nicht raus. Das Magazin. Alles, was dir mein Sohn über mich erzählt hat, sind eigennützige Lügen. Das ist doch offensichtlich. Ja, schalt jetzt die anderen drei Generatoren um, dann kann ich's beenden. Denk an alles, was dir Jack erzählt hat. Wer ist deiner Meinung nach der Verrückte hier? Tut mir leid, Vater. Ich habe alles getan, um das hier zu verhindern. Ich
aber fast einen Weg gefunden zu haben, um das Artefakt zu entfernen. Lügner! Ihr hättet mich ewig ausgesaugt, wenn's nach euch gegangen wäre. Mickriger Wurm, denkst du wirklich, du hättest die Macht, mich zu zerstören? Leg wohl, Vater. Charisma 2, was? Oh. Jetzt bin ich aber doch ein bisschen spannend. Perfekt. Wo ist das drauf? 2% Körperteilschaden. Willst du das jetzt gleich lesen? Da bin ich aber doch gespannt. Ja, zeig mal. Was passiert, wenn ich ihn befreien würde? Ich will mal wissen, was er drauf hat, wenn ich ihn befreien würde. Das Richtige. Öffne diese Tür und lass mich raus. Ah, endlich. Du hast das Richtige getan. Du wirst schon sehen. Zu spät, Jack. Warum wartest du nicht dort, damit wir unser lang überfälliges Gespräch führen können? Verschwinde, solange es noch geht. Anscheinend will Jack nicht mit seinem Vater sprechen. Wir müssen ihn töten. Und den Rest auch. Wie lange warst du hier eingesperrt? Mein liebevoller Sohn hält mich seit 1882 hier eingesperrt. Seit fast 400 Jahren. Ich denke, du wolltest mir helfen, Jack und den Rest der verräterischen Familie umzubringen. Oder nicht? Ich hatte nie zugestimmt, jemanden umzubringen. Warum sonst hast du die Tür geöffnet? Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Keine Sorge, du wirst belohnt werden. Was Jack mir genommen hat, werde ich dir schenken. Unsterblichkeit. Aber zuerst muss ich noch was erledigen. Mit deiner Hilfe, hoffe ich. Wir treffen uns beim Haus der Cabots. Dort werden sich diese Ratten verkriechen. Ich weiß nicht. Mal gucken. Bingo. Oh Mann, ich liebe Comics. Was? Hat er jetzt irgendwas gemacht und ich hab's nicht gesehen? Okay. Ich will mal gucken, wie das hier noch weitergeht. Interessiert mich jetzt gerade. Weil ich mag den Typen, der ist so richtig böse. Ich habe noch den Speicherstand. Kann den jederzeit laden. Also mal gucken, wie das hier ausgeht. Wenn einfach so unspektakulär zu töten, aber auch. Wäre auch dämlich irgendwie. Ja, machen wir erstmal so weiter. Wenn mir das nicht gefällt, weiß nicht, lade ich vielleicht. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ach ja, hier aber. Nur was von seinen übernatürlichen Kräften sehen, wie was die ja machen. Vielleicht kann er sich ja auch meine Truppe anschließen. Das wäre irgendwie cool.
Mal gucken. Vielleicht kann ich ihn ja überzeugen, dass er sie nicht alle umbringt. Wir treffen uns zu Hause. Mal gucken. Mal gucken, was hier passiert. Ich bin mir immer so unschlüssig, wenn ich so Entscheidungen treffen muss. Eine wäre natürlich gut, ne? Aber ich habe nie gesagt, dass ich einen komplett guten Charakter spielen will. Ich will eher die interessanten Wege ja auch gehen. Ich glaube, ich zeig mal beide Varianten. Dann nach dem Part sage ich dann so, welchen ich nochmal spielen werde. Welchen Pfad. Dann machen wir mit dem Pfad weiter. Guter Plan, toller Plan, ne? Ich würde so zwei Speicherstände machen. Hallo. Jetzt ist gerade erst zum Dings. Gucken, was jetzt hier abgeht. Bist du verrückt? Warum hast du Lorenzo freigelassen? Ist Lorenzo schon hier? Nein, natürlich nicht. Sonst wären wir schon alle tot. Beantworte meine Frage. Warum hast du ihn befreit? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich wusste nicht, wer von euch beiden die Wahrheit sagt. Und jetzt kommt er her, um uns alle zu töten. Zufrieden? Es ist meine Schuld. Ich habe den Idioten angeheuert und er hat dich hintergangen. Nenn mir einen guten Grund, warum ich dich nicht auf der Stelle töten sollte. Jetzt verstehe ich, warum du ihn eingesperrt hast. Er ist verrückt und muss aufgehalten werden. Nun, um Edwards Willen. Okay. Oh mein Gott! Ach, hier seid ihr ja alle. Gut. Oh! Wie bist du reingekommen? Warum? Wer auch immer hier lebt, ist ein Pakt mit dem Teufel eingegangen. Mir gefällt, was ihr daraus gemacht habt. Lorenzo, endlich konntest du entkommen. Jack wollte nicht auf mich hören. Ach, du still. Weißt, ich hätte niemals. Ihr alle habt mich verraten, habt mich eingesperrt und mich wie Vampire ausgesaugt, um euer erbärmliches Leben zu verlängern. Das ist jetzt vorbei. Eure Zeit ist um. Feuer! Wow. Was? Der hat eine Pistole. Mein Gott, der ist voll aus Skyrim entkommen, kann das sein? So, überraschend wenig Schaden. Ja, aber nochmal laden. Interessiert mich irgendwie die Story gerade. Okay. Was passiert, wenn ich jetzt sage, ich weiß, ich halte mich jetzt hier lange in diese Quest auf, aber ich interessiert das halt jetzt so. Bist du verrückt?
Warum hast du Lorenzo freigelassen? Ihr habt ihn doch nur gefangen gehalten, damit ihr weiterleben könnt. Das ist eine Lüge. Ich habe Jahrhunderte nach einem Heilmittel gesucht. Aber er will nicht geheilt werden. Ihm gefällt, wie er ist. Warte, Jack. Er hat recht. Deine Geschichte mit dem Heilen von Lorenzo hat nie ganz gepasst. Was machst du da, Edward? Ich will hören, was er zu sagen hat. Er hat mit Lorenzo gesprochen. Ich nie. Du willst also sagen, dass Jack die ganze Zeit über wegen Lorenzo gelogen hat? Ich weiß nicht. Er scheint ziemlich verrückt zu sein, aber wer wäre das nicht nach 400 Jahren Gefangenschaft? Nun, Jack, möchtest du noch was klären, bevor Lorenzo hier ist? Du zweifelst doch nicht wirklich an mir, Edward. Nach allem, was ich für dich getan habe. Oh mein Gott! Ach, hier seid ihr ja alle. Gut. Wie bist du reingekommen? Wer lebt, ist ein Pakt mit dem Teufel eingegangen. Ist doch schließlich mein Haus. Mir gefällt, was ihr daraus gemacht habt. Lorenzo, endlich konntest du entkommen. Jack wollte nicht auf mich hören. Sei du still. Weißt, ich hätte niemals. Ihr alle habt mich verraten, habt mich eingesperrt und mich wie Vampire ausgesaugt, um euer erbärmliches Leben zu verlängern. Das ist jetzt vorbei. Eure Zeit ist um. Ach, jetzt bin ich auf. Lorenzo, das war ich. Es war Jack. Zeit zum Sterben. Ja. Mein Gott, alle geht's auf Dings los. Ach, er ist auf unserer Seite. Okay. Meine Güte, wie viele Möglichkeiten du hast. Entschuldigung. Nun, das wäre erledigt. Danke für deine Unterstützung. Was hast du jetzt vor? Nun, die Dinge haben sich anscheinend verändert, während ich weg war. Ich muss viel lernen. Diese neue Welt ist voller unbegrenzter Möglichkeiten für Leute mit unseren Talenten und Neigungen. Wovon redest du? Diese Welt ist zerstört worden. Du betrachtest die Dinge hier aus dem falschen Blickwinkel. Der Luxus der alten Welt wurde mit unendlichen Regeln und Verboten bezahlt. Es gab keinen Raum mehr für einen wirklich kreativen Geist. Jetzt aber steht mir nichts dergleichen im Weg. Und dir auch nicht. Aber zuerst muss ich noch eine Sache erledigen. Ich habe versprochen, mein Blut mit dir zu teilen. Und ich halte meine Versprechen. Mysteriöses Serum. So, Hier ist deine Belohnung. Ich gebe dir ein Leben lang Nachschub, wenn du willst. Aber vergiss nicht, das ist mein Geschenk an dich. Ich gebe dir noch eine Ampulle, aber nur für dich. Verkauf sie nicht und wirf sie nicht weg. Nach dem Geschäftlichen das Vergnügen. Nimm dir doch einen Drink, wenn du magst. Jack scheint es trotz allem sehr gut gegangen zu sein. Okay. Okay. Kammerpatron, okay. Hey. Ja? Was kann ich für dich tun? Mich interessiert das alte Artefakt, das du immer trägst. Jack hat so viele Jahre vergeblich versucht, alles zu verstehen. Ich hätte ihm alles sagen können, was er wissen wollte. Dadurch kommuniziere ich mit den alten Seelen, die unsere Zivilisation gegründet haben. Ob sie im Artefakt leben oder es mit ihnen durch Raum und Zeit kommuniziert oder ob es nur deren Erinnerungen enthält, kann ich nicht sagen. Aber ich weiß, dass es meinen Horizont weit über den Bruchteil hinaus erweitert hat, den normale Menschen verstehen. In meiner langen Gefangenschaft habe ich die Erinnerungen der Alten erforscht. Ihre Kunst und Wissenschaft, ihre Philosophie und Weltsicht. Brauchst du sonst noch was? Ich brauche mehr Serum. Wenn du aufgebraucht hast, was ich dir gegeben habe, bekommst du noch eine Ampulle. War's das dann? Egal. Na gut, wo ist der andere? Der Edward?
Hi. Schade, dass es so enden musste. Danke für deine Unterstützung. Hätte nie gedacht, dass du dich gegen Jack stellst. An der Sache mit Lorenzo hatte ich schon lange meine Zweifel. Dir ist bestimmt nicht klar, dass ich seit vor dem großen Krieg für die Cabots arbeite. Ich habe Lorenzo nie getroffen. Er war schon in Parsons eingesperrt, als ich dazu kam. Also musste ich Jack die ganze Zeit über glauben. Und ich will nicht lügen. Mir ging es hier gut. Und ich wollte nicht für Unruhe sorgen. Ich weiß nicht, ob's die richtige Entscheidung war. Vorbei ist vorbei. Was wirst du jetzt tun? Ich weiß nicht. Es ist schon sehr lange her, dass ich mir die Frage stellen musste. Ja, hast du mitbekommen? Aber ich werde nicht hierbleiben. Das ist sicher. Du hast Jack nichts geschuldet. Du warst ein Mitarbeiter, mehr nicht. Da bin ich mir nicht sicher. Aber ich war ihm viele Jahre treu ergeben und habe nur wenig Respekt erhalten. Nun, es hat keinen Sinn, länger hier zu bleiben. Mit den Cabots bin ich fertig. Hallo. Lorenzo ist total übergeschnappt. Ich weiß nicht, was du dir dabei gedacht hast. Wer sitzt übrigens hier? Bitte mach's dir bequem. Was kann ich für dich tun? Okay, dann laden wir mal. Würde sagen, als erstes gucken wir mal, was wir so normal von dem bekommen. Nachdem wir den getötet haben. Wenn das nicht so schön ist, dann weiß ich nicht. Machen wir halt so, als wir gegen den kämpfen müssen, weil das wäre ein epischer Bosskampf. Oder? Aber noch mal episch gegen den zu kämpfen wollen, der war auch nicht so stark. So. Was passiert, wenn wir hier so das machen? Wir hatten keine andere Wahl, oder? Es war die einzige Lösung. Hoffentlich hast du recht. Diesmal war ich wirklich ganz kurz davor, ein Heilmittel zu finden. Seine Verbrechen, als er damals noch frei war. Nur wegen des Einflusses meiner Familie ist er hier gelandet und nicht in der Todeszelle. Die Welt heute, sie ist für Monster wie geschaffen. Nichts hätte ihn aufhalten können. Nein, ich habe meine Frage beantwortet. Wir hatten wirklich keine Wahl. Was jetzt? Ich muss meinen Vater begraben und hier alles schließen. Ich komme nie wieder zurück. Bevor du gehst, ohne deine Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Ich denke, das ist eine angemessene Belohnung. Ich brauche deine Dienste nicht mehr. Okay, nur ein paar Kronkorken. Super, vielen Dank. Noch eine Sache. Ich habe das Artefakt so lange erforscht. Vielleicht kann ich was damit anfangen. Komm in ungefähr einer Woche wieder zu uns nach Hause. Vielleicht war meine ganze Forschung doch nicht umsonst. Okay. Ja, da kann ich jetzt natürlich nicht so überprüfen. Dann machen wir das so. Wir laden nochmal den Spieler und bekämpfen den. Er hat diese Quest wenigstens eine epische Wendung. Wenn er einfach nur so in sein Gefängnis da töten zu lassen, ist ein bisschen langweilig, finde ich. Ich will schon gegen den kämpfen. Die können sowieso nicht alle verrecken, das sind alles Hauptcharaktere. Warum hast du Lorenzo freigelassen? Ich wusste nicht, wer von euch beiden die Wahrheit sagt. Und jetzt kommt er her, um uns alle zu töten. Zufrieden? Es ist meine Schuld. Ich habe den Idioten angeheuert und er hat dich hintergangen. Nenn mir einen guten Grund, warum ich dich... Wenn ich dich hätte umbringen wollen, wärst du längst tot. Ich sehe, warum du ihn magst, Edward. Er ist sehr redegewandt. Ja, Charisma, Wackelpuppe halt. Ach, hier seid ihr ja alle. Gut. Wie bist du reingekommen? Warum so überrascht? Ja, auch immer ist das schließlich mein Haus. Dem Teufel mir gefällt, immer eine Zwischenfalle. Lorenzo, endlich konnte es... Ich muss mal hier schnell speichern. Jack wollte nicht auf mich hören. Sei du still! Weißt, ich hätte niemals... Ihr alle habt mich verraten, habt mich eingesperrt und mich wie Vampire ausgesaugt.
um euer erbärmliches Leben zu verlängern. Das ist jetzt vorbei. Eure Zeit ist um. Ja, das war nur das ihn erledigen. Das war ich. Es war Jack. Oh Gott, der kommt fast gar keinen Schaden. Das könnte natürlich ein bisschen schwierig werden jetzt. So. Ja, super. Sieht echt aus, als wäre aus Skyrim. Ja, allein das. Ganzen Effekte und so. Das ist der falsche Tag, hier blöd zu kommen. Ich muss das Geld über deine Bezahlung. Die halten aber viel aus, fällt mir auf. Aber ja. Oder mysteriöse Unbekannte, der nichts gemacht hat. Du bist sowas von der Anspielung an. Skyrim. Ich ziehe fast gar nichts ab. Das kann noch ein bisschen dauern, bis ich ihn erledige. Rennen. Das könnte ein langer Kampf werden hier. Was zum Licht hier? War ich noch gar nicht. Also war vorher verschlossen, genau. Das ist, glaube ich, der härteste Gegner, den wir bis jetzt bekämpfen, ne? Ich weiß schon sehr lange, dass sie mich nie freilassen. Wow, das hat viel abgezogen. Ich glaube, das ging strahlen. Sehr viel empfälliger. Also kann ich nicht zielen, ey. Ich muss hier mit kämpfen. Ist aber auch hart, ne? Jeder kann sich hochheilen, ob ich die Krise jetzt. Oh, weh, ich bekomme nichts Anständiges von denen. Ich ihn erledige. Noch die paar AP kriege ich auch noch. Viel besser. Wow, Dingenspunkte. VTS. Wie kann man hier mit kommen? Sehr gut. Dann komme ich mit der rechten
rechtmäßigen Herrschaft. Ja, gleich haben wir dich. Na, komm her. Ja, das zieht am meisten ab mit dem Teil. Okay, wir kriegen nicht eine geile Belohnung von dem. Muss sich sowas von lohnen jetzt, ne? Komm schon. Oh, ein Schuss, geil. Jetzt kommt der mysteriöse Fremde. Geil. Ja. So, Ende gut, alles gut. Hat aber nichts als Belohnung gegeben. Entschuldigung. Verstehst du jetzt? Ich hab dir gesagt, was passiert, wenn Lorenzo freikommt. Zumindest ist Wilhelmina nicht gestorben. Niemand wäre gestorben, wenn du in Parsons auf mich gehört hättest. Tut mir leid wegen Emoji. Ich wollte nicht, dass jemand verletzt wird. Vielen Dank. Ich gebe mir die größte Schuld, weil ich kein Heilmittel für Lorenzo finden konnte. Ja, weil ich gemerkt hat, der jemanden getötet hat. So weit kommen musste. Eines noch. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Also schulde ich dir was für deine Hilfe. Ich denke, das ist eine angemessene Belohnung. Ich brauche deine Dienste nicht mehr. Mein armes Baby. Wie konnte Lorenzo... Seine eigene Tochter. Okay. Wisst ihr, was ich machen werde? Entschuldigung? Jetzt weißt du, dass ich bei Lorenzo recht hatte. Zu spät natürlich. Okay, dann werde ich doch das andersrum machen. Ich verstehe nicht, warum er so wütend auf uns alle war. Es war zu seinem Besten. Hat er das nicht gesehen? Okay. Der eine ist irgendwie... Ich wollte einfach den Kampf hier machen, aber der war ja nicht sehr, ja, hat nichts gebracht, also, ich dachte wenigstens, ich würde hier was kriegen, aber nee, dann werde ich diesen einen Weg gehen, wo wir ihn direkt in der Kammer töten, damit er wisst, und wahrscheinlich werde ich auch offscreen aufleveln, damit ich Schmied hier lernen kann, also das hier, also nicht wundern im nächsten Part dann, und ja. Würde ich sagen, ich beende die Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.